Ich weiß nur, dass das ja nicht der richtige Zeitpunkt ist für diese Diskussion. Ach, und ich finde, es ist der perfekte Zeitpunkt. Lilly, geh bitte auf dein Zimmer. Du bleibst hier! Wir sind eine glückliche Familie. Schatz, bitte. Das hatten wir doch alles schon. Und du weißt, wie lange es gedauert hat, bis wir alles wieder in Ordnung hatten. Bitte! Wie konnte ich eigentlich so blöd sein und dir glauben? Denk an unsere Zukunft. Denk an unsere Tochter. Wer von uns beiden denkt an die Zukunft unserer Tochter? Ich! Dieses Kind hatte heute zum ersten Mal den Mut überhaupt mit mir über all diese Dinge zu reden. Was hast du der Mutter erzählt? Was hast du ihr erzählt? Wehe, du setzt sie unter Druck! Wehe, du machst ihr Angst! Schatz, bitte! Lilly, was hast du der Mama gesagt? Was hast du ihr gesagt? Weißt du, was sie mir gesagt hat? Die Wahrheit. Dass sie nicht geschlafen hat, zum Beispiel. Dass sie es immer mitgekriegt hat. Wenn du jede zweite Nacht in ihr Zimmer gekommen bist und an ihr rumgetatscht hast. Schatz, bitte, es tut mir leid. Ich habe doch diese Therapie gemacht. Ich wollte ja nicht wehtun. Ich liebe sie doch. Ich wollte ja nicht wehtun. Du bist eine miese Sau, ein fieses Schwein und ein perverser Kinderschwinder!